über seinen eigenen Schatten springen. Die Segen, der Frieden, die Kraft, die Freude, die wir daraus ziehen, sind aber ungleich größer. Und so beten wir. Ich bekenne Gott, den Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass sie Gutes unterlassen und Böses getan haben. Und ich habe gesündigt in Gedanken, in Worten und Werken, durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, Heilige und Heilige, und euch, Brüder und Schwestern, für mich zu beten, bei Gott, unserem Herrn. Ja, mächtige Gott, erbarme sich unser. Er nehme von uns Sünde und Schuld. Führe uns zum ewigen Leben. Amen. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Wir wollen Gott loben und preisen. Das ist ein großes Erbarmen, das er uns immer wieder neu schenkt. Vielleicht fehlen an den 50 Gerechten 5. Wirst du wegen der 5 die ganze Stadt vernichten? Nein, sagte er, ich werde sie nicht vernichten, wenn ich dort 55
40 finde. Abraham fuhr fort, zum Herrn zu reden. Vielleicht finden sich dort nur 40. Da sprach er, ich werde es der 40 wegen nicht tun. Und weiter sagte Abraham, mein Herr, zürne nicht, wenn ich weiter rede. Vielleicht finden sich dort nur 30. Er entgegnete, ich werde es nicht tun, wenn ich dort 30 finde. Darauf sagte Abraham, ich habe es nun einmal unternommen, mit meinem Herrn zu reden. Vielleicht finden sich dort nur 20. Er antwortete, ich werde sie unter 20 bin, nicht vernichten. Und nochmals sagte er, mein Herr, zürne nicht, wenn ich nur noch einmal das Wort ergreife. Vielleicht finden sich dort nur 10. Und wiederum sprach er, ich werde sie unter 10 bin, nicht vernichten.